Moment, habe ich jetzt hier unten eigentlich alle Kisten schon gelegt? Nö. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal einen Typen im Creeper-Kostüm sehe, werde ich den Typ so zur Schnecke machen. Ich dachte, das ist ein Creeper. Warum willst du ihn dann zu einer Schnecke machen? Ich baue bitte an dieser Stelle auch diesen Scheiß-Ton von diesem Bittum ein. Wenn ich dran denke. Wieder sehr, sehr viel Erde. Hast du? Ja. Das ist gut. Na perfekt. Ich habe richtige Anzahl an Treppen mitgenommen. Ist recht perfekt. Ich habe eine witzige Idee. Ich baue noch mal einen Erdschutzwall darum. Das ist nicht gut. Warum? Dann können die hochklettern. Zumindest wenn du ihn so baust, wie ich gedacht habe. Bis jetzt habe ich einen Block hochgemacht. Da kommen, ich komme ja nicht mal drüber. Ja, dann geht das. Es ist nur so eine Art kleine zweite Mauer, also davor gesetzt. Okay. Die halt eben. Also ich habe jetzt bis jetzt. Die kommen noch nicht mal hier rüber. Ach, den darf ich aber noch nicht Eins, anhören. zwei, drei, vier. 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 Fünf, sechs, sieben, acht. Mir fehlen acht Truhen. Okay. Acht Truhen, acht Truhen, acht Truhen, acht Truhen. Ich bin fast fertig unten. Schick. Es wird wieder Nacht. Das erste Zwischenhör bin ich oben. Wo? Das war ich. Wir legen uns einfach schlafen. Vor Das allem lasse ich mir nicht zweimal sagen. mein Chat, ne? Warte. Projection left the game. Projection joined the game. Projection blew up. Projection blew up. Projection left the game. Projection joined the game. Fantastisch. Toll. Klasse. Weißt du, was ich dazu nur sage? Nein, ich habe Scheiß. zwei Dreck für dich. Danke. Heck. Weißt du, wenn die Creeper wenigstens so viel Dreck droppen würden, Moment, wie wie viel Holz hattest du denn? naja, viel. Du konntest 40 Kisten machen? Fuck! Ja. Ja, wolltest du 40 Kisten haben oder nicht? Ja, mir fehlen immer noch 8. Also jetzt noch 6. Ach, Kacke, das muss ich aufholen. Ich sammle mal das Stein ein, was nebenbei verbrannt ist. Und Ja, pack's mal hier okay. drüber. Warte, hier. Din, din. Na, wo denn? Ach da. Zwei Dreck. Bin stolz auf dich. Ja, das will ich aber auch hoffen. Ja. Ey. Den Chip esse ich jetzt so laut, dass ich mir wahrscheinlich denke. Nein, war Spaß. Ja. Was ist Baumfälle. deine Lieblingschipsorte? Wie bitte? Was ist deine Lieblingschipsorte, damit die Leute ein möglichst breites Profil haben von dir, damit die das auch an Facebook verkaufen? Ich wollte das eigentlich in Fax weitergeben. Oh mein Gott, der hat Fuck gesagt. Okay. Ja, also ich weiß nicht, also solche blöden Danke. Fragen wollte ich dann alles in so einem Interview klären. Geht klar. Und die Musik ist ganz schön laut bei mir. Warte, ich muss das mal kurz leiser stellen, nachdem ich diesen Baum gefällt habe. Options. Music. Done. Back to game. Oh! Cool! Ich habe eine Was Höhle denn? gefunden. Reiße gleich ab. Bau irgendwas drum. Hauptsache, da kommt nichts mehr raus. Das Wasser fließt da rein. Und ich komme jetzt gerade nicht raus. Nicht mein Problem. Moment, Apfel? Nein, nichts Apfel. Ich wollte schon sagen, Äpfel gibt es nämlich nicht mehr.
So. Oh, ich hab Hunger. Jetzt habe ich einen Haufen an Dreck. Man kann es einen Nutzwurm nutzen. Ich brauch Kühe. Sämtliche Kommentare dazu sind erlaubt. Schwein! Dazu auch. Es hat noch gegrunzt, bevor es den Löffel abgab. Na, mein Kleiner? Denkt dort etwa jemand zweideutig? Wo? Also hier ist auch noch eine fette Höhle. Siehst du, er denkt vom Thema ab. Ich hab ein Schaf gefunden. Oh. Mach mich ganz rattig. Schaf ist tot. Brauchst du ranzig welche Äxte? Ich hab gefühlte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 gemacht. Nee, aber du kannst ja gerne mal Baum fällen. Hab ich auch vor. Ich brauch nur kurz Nahrungsmittel. Wir sollten uns eine Kuhfarm machen. Ja. Fangen wir mal an. Ey, ich finde absolut keine Tiere. Ist jetzt kein Scherz. Ich laufe hier einfach durch die Gegend und finde keine Tiere. Was meinst du, wie es mir immer ging? Vor allen Dingen, als ich dieses Schaf für die zweite Bett gesucht habe. Gutes Deutsch. Ja, ich glaube, ich kann das jetzt ganz gut nachvollziehen. Ey, und wenn ich ein Tier finde, dann sind es Schafe. Ganz ehrlich. Beziehungsweise hier unten ist ein Schwein. Ich kann ja mal mein Glück versuchen. Ja! Ja! Luckshot. Ja, ich hab zwei Holz, ja. Hm. Boah, fetter Boom, ey. Oh, das ist sehr spannend. Ich hüpfe durch die Gegend. Yippie! Belichtungsbug behoben. Was denn? Ganz ehrlich, habe ich Animals ausgestellt aus Versehen? Nein. Vor mir stehen nein, ungefähr 50 Kühe. Also hier habe ich gerade eine Kuhform entdeckt, nein, hat Spaß. Ich habe einen fliegende Dreierblock aus Dreck. Ich habe fliegende Dreier BMW, ey. Fliegende Dreier BMW? Also so, Batmobil. Ich bin Assi-Jugend, weiß Bescheid, Schätzchen. Hey, yo, Dickers! Geil. Auch wenn ich jetzt das Land rock. Stimme Ghetto-Lieder an. Hm. Ah, bloß nicht. Wir wollten Niveau halten. Zurück. Oh, jetzt kommen wahrscheinlich gleich die ganzen. Jetzt kommen sie gleich alle. Oh mein Gott. Hast du etwas gegen Hip-Hop? Hast du etwas gegen Sido? Oh. Hast du etwas gegen Bushido? Hast du etwas gegen. No, und dann werde ich kommen und sagen. Meine Mutter sitzt auf dem Block und ich bin Sido aus dem Hock und ja, keine Ahnung, ist nicht so meine Musikrichtung. Dann sagen wir einfach ja. Ja, ich meine, ich hab nichts dagegen, zumindest nichts, was wirkt, aber ja. Ich finde, man sollte jedem seine Meinung lassen, was Musik angeht, weil es gibt so viel Musik und dann kann man wohl mal in dem deutschen Staat der freien Meinungsäußerung auch mal sagen, dass man diese Musik halt gerade nicht so mag.
eben drin. Das ist genauso. Juhu. Übrigens, bei uns gibt es eine Japanermesse gerade und heute war ein großes Musikkonzert. Was wolltest du mir jetzt damit sagen? Nicht dich, sondern den Leuten zugucken, falls sie mal zugucken. Ach so, ja, cool. Aber das werden die wahrscheinlich was. Ja, mega spannend, also hat mich richtig fasziniert. Hat mich ein bisschen beim Essen gestört dabei. Weil wir waren in einem Restaurant mit V. Und dort haben wir gegessen und da nebenbei lief halt die asiatische Kampfmusik und ah, okay. Ging gut ab. Und es war witzig, wie die Gestalten rumliefen. Man nennt sich, glaube ich, Menschen. Aber nur glaube ich, ne? Ja, aber so. War mal was Cooles zu sehen. Und deren Bühne ist vor so einem gewissen Trip, wo sich immer die ganzen Leute mit gewissen Getränken zuschütten. Und da konnten sie jetzt nicht sitzen. Und dann sind sie ausgewichen auf irgendwelche anderen Trippen. Das sah sehr witzig aus. Vor allen Dingen, es waren auf einmal richtig wenige Bühne. So. Mission versteckte Höhle ist fast abgeschlossen. Ich weiß gerade nicht, wo ich lang grab. Ich weiß auch gerade nicht, wo die. Hey, ne Kuh. Ich weiß auch gerade nicht, wieder unsere Höhle ist. Aber. Also die Höhle habe ich inzwischen freigelegt. Oh. Ich glaube, ich gehe wieder in die falsche Richtung, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe mal eine Waldschneise einfach mal quer durchgelegt. Und ich hau noch diesen Baum weg und dann ist es in Ordnung. Möchtest du mir einen Gefallen tun? Ich weiß es nicht. Was denn? Beweg dich sofort in unserem Gebiet und lass uns über die Nacht schlafen. Das würde ich sehr gerne tun, weil ich gerade fast in die Höhle geschwemmt würde. Und ich wette, dass dort irgendwas hinter mir spawnt, was dann ungefähr so macht. Er hat schon Paranoia. Das ist so fantastisch. Ich spaße niemals mit diesem Geräusch. Welches? Nee, keine Sorge, ich lieg schon im Bett. Ich habe immer noch nichts gegessen. Warte. Ich leg mir jetzt erstmal ein Stück Fleisch auf Feuer. Achso, ich dachte. Achso, im Spiel. Ich dachte jetzt schon im sogenannten Real Life. Was? Kann man das kaufen? Warte mal. Ja, aber ich kann wieder ganz viele. Ich habe wieder ein bisschen Kohle. Ja. Ich wollte hier die Küche noch ausbauen. Stimmt. Fällt ja aber früher ein. Wie viel Holz habe ich denn? So. Oh mein Gott! Warte. You fail. Nein, das ging gerade ganz schön tief runter. Nein, wir schlafen. Erstmal, die Sachen sind morgen hoffentlich immer noch da. Okay, ich muss nach unten. Brauche Essen. Na toll, du hast nur zwei gemacht. Ja, ich hatte nur zwei, sorry. Darf ich mir davon einen schnappen? Ja, mach mal. Was ist denn das eigentlich? Cooked Pork Shop. Ach, Schwein. Ja gut, wenigstens geht mir jetzt ein bisschen besser.